Schon am Flughafen wurde der türkische Präsident mit den Worten empfangen: Herr Erdogan landet in Berlin, in der Türkei landen Journalisten im Gefängnis. Die Aktion, die wir jetzt hier beobachten können, die ist ins Leben gerufen worden von Reporter ohne Grenzen. Großdemo gegen Erdogan. Mehr als 1000 Teilnehmer ziehen durch die Stadt.